Hä? Oh. Warum hä? Warum öffne ich denn jetzt App Epic, sag ich schon? Battle.net, Mann! Hallo? Jetzt warst du kurz offline? Hä? Nein. Schatzi? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, hörst du mich? Jetzt höre ich dich jetzt, ja. Oh, es kann sein, dass Gassis, Dings jetzt kaputt ist, ne? Warte mal, mein... Ich glaube, es leckt rum. Nee. Im Stream, glaube ich, halt ein bisschen... Es ist auf jeden Fall jetzt gerade mal einmal kurz abgeschmiert. Naja, das habe ich gesehen gerade. Ich habe mich gerade gewundert. Also, ich habe die Ladestrecke gehabt. Dachte mir so, okay. Ja, aktualisiert, war weg. Nee, aber bei mir ist alles gut gewesen. Okay. Ja, jetzt läuft er wieder. Ja. Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Es brennt heller als das Licht. Es brennt heller wie das Licht. Heller als Licht leuchtet dein Zauber, reine Magie. Jemand gewinnt. Gerade geblitzt. Sieh da, ein Pyrozischer. Feuerwehr, frohe Neues! Weiter damit der Zischfunkel. Ah, nee. Die Kabelkralle sieht stark genug aus, um ein Tor niederzureißen. Du musst nur richtig zielen, schießen und ziehen. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Jemand zu Hause?
Er hatte gehofft, dass es nicht so endet. Es gibt keinen Grund, warum man kämpfen sollte, anstatt sich zu vereinen. Es wäre ein sinnloser Kampf. Er kämpft für das, was zählt. Heute kämpft er gegen dich, aber er hofft, morgen an deiner Seite zu kämpfen. So, Sifu ist tot. Ich habe das Festung erobert. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Doch nur wer der Sache treu bleibt, ist wahrhaftig treu. Es gibt... Wenn ihr ihm den Rest gebt, bleibt ihm die Erinnerung an sein schweres Schicksal erspart. Dies ist die Gerechtigkeit. Du kannst ja raten, was ich nehme, Schatz. Ungerechtigkeit. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes... Ich werde schon den richtig bösen gehören, ne? Einer nach dem anderen werden sie fallen, bis sie alle gehorchen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Netra. Dein Sifu ist zufrieden. Du hast den Sieg gesichert und das Schicksal des gegnerischen Stamms besiegelt. Doch er hat immer noch zum Ziel, das Schicksal der Welt zu besiegeln. Der Fall des Baums ist nur eine Frage der Zeit. Krieg zu führen ist leichter als Frieden zu schließen. Doch es ist schwerer, einen Krieg zu gewinnen. Aber wenn du entschlossen bist, wirst du alles tun, was nötig ist. Du bist seit eurer ersten Begegnung viel stärker geworden. Und jetzt verlässt sich der Stamm darauf, dass du die übrigen Rivalen ausschaltest. Er meint, dass dich alles, was dir zugestoßen ist, nur noch stärker gemacht hat. So, weil ich will jetzt zu Lotus. Ist maximal dunkel. Zu Lotus, da will ich hin. Denen will ich zugehören. Es ist der Myriad-Bumerang. Hä? Cool.
Oh Gott, ist ein bitteren. Da, den nehme ich sowieso. Gottes Anbeterin. Ja. Nur aber nur nicht wegen dem Namen, ne? Nein. Nein. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich irgendwas hinzufügen. Er bringt halt 13 Rüstung. Das wollte ich jetzt nicht machen, aber egal. Oha, die habe ich schon mal gesehen. Hallo Mientos! Wen hast du gesehen? Mich? Nee, euch beide. Achso. Hi, Mildur. Wie geht's dir denn? Oh. Da war ich kurz nackt. Das doch dieses Game, wo du diese Dinge im Booms bist, ja? Genau das. Mir geht es jetzt wieder so viel auf dem Spiel. Danke für den Lack. Wieso habe ich jetzt die Waffe nicht? Okay. Okay, dann habe ich die Waffe halt nicht. So. habe ich denn irgendwo eine Nebenquest? Ja. Und das ist nämlich die. Den Pummelschrauber muss ich besiegen. Den Pummelschrauber. Du bist mir auch mein kleines Pummelchen. Mein kleines Pummelchen. Oh, hä? Du denn? Biel? Sagt, es gibt Schlimmeres, als in der Sonne liegend auf das Ende zu warten.
meint, da draußen gibt es eine Maschine, die Sonnenschein in Temposaft verwandelt. Das hat gerade kurz mein Game ist freeze. Wenn du sie findest und in Schuss bringst, kannst du deine Ausrüstung den ganzen Tag lang damit versorgen. Hm. Hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Okay, ich habe gerade wieder 0 KBS. Ich sehe es, ich merke es, das Lied. War aber nicht aus. Sagt, du solltest da suchen, wo die Sonne hinscheint. National One, Lumuna. Sagt, sich nicht sicher zu sein, wo der Solarspiegel steht, aber vermutlich irgendwo da, wo es sonnig ist. Wenn du den Solarspiegel zum Laufen bringst, kannst du so viel Temposaft erzeugen, wie du willst. Das heißt, bis die Sonne ausbrennt. Sagt, die Idee ist nicht verkehrt. Lass das Teil sausen. Hä? Was hast du gesagt? Das Ding musst du nicht einmal füttern. Was hast du gesagt? Geht das mittlerweile? Was? Stream? Ja, ja, mein Stream geht. Weil bei mir ruckelt das immer noch ein bisschen, deswegen. Ja, bei mir ist er in Ordnung. Ich bin gerade eher so ein bisschen... Oh, dann muss ich. Das guckelt nämlich schon sehr stark. Ich weiß nicht, ob es aus. Ja, bei dir guckelt er nicht, ne? Nee, gerade nicht. Ob du ruckelst ein bisschen mit dem Modul. Ja, das kann am Spiel liegen. Och Mann, ey, ich hatte diese Steuerung manchmal. Ah, okay, ich muss erst in ein Reittier. Achso, dann abgeschlossen. Okay, ich muss erst den Glibbergleiter irgendwie ein bisschen höher machen. Da habe ich so viele Dings. Oder warte mal, ich sollte erst, glaube ich, am besten als erstes ein Reittier finden. Dann bin ich vielleicht an Land ein bisschen schneller. Toll. Fängt ja super an. Wo muss ich hin damit? Wo muss ich denn hin? Für Dahlen. Also mein Model leckt ein bisschen rum, das weiß ich. Du hast die Zukunft zu ändern. Zum Guten oder zum Bösen. Liegt aber halt am Spiel. Ist ja bei Baldur's Gate auch. Da leckt mein Model auch ein bisschen rum. Naja, okay, das stimmt auch wieder.
all diese Aushänge an der Tafel ergaben damals noch Sinn, als das Nass um einiges sauberer war. Faszinierend, was man früher hier so getrieben hat. Ich frage mich, ob irgendetwas davon... Ach, da ist der Bumerang, der ist aber im Schwert drin. In der alten Zeit war das hier ein Hafen für Boote, die unter das Nass tauchten. Sie haben mitgeholfen, das Nass in Glibber zu verwandeln. Toxanol hat das nicht mit Absicht getan, glaube ich jedenfalls. Für diese Sauerei haben ihre Maschinen gesorgt und hinterher haben sie nicht aufgeräumt. Hier sollte sich eine Spur befinden. Du musst nur die Augen offen halten. Okay. Nee, die ist mir aber jetzt egal. Schick. Das ist eine Zniege. Leichte Beute für Lupalupin. Für alle anderen ist sie das perfekte Reittier. Wenn du sie gut fütterst, gehorcht sie dir. Ein Piepgebüsch. Niam. Du hast eine Pieppflanze gefunden. Gleite herunter und sammle die Piepsamen ein, mit dem irgendwann so wilde Tiere zählen. Niam für die Zniege. Im Wald gibt es so viele verschiedene Bäume. Reittiere, du kannst dich auf Reittieren fortbewegen und dabei schießen. Wenn du absteigst, wird dein Reittier an derselben Stelle auf dich warten. Erworbene Reittiere erscheinen in jedem Platz deines Transportmenüs, außer im obersten. Findest du das Reittier, das du im Transportmenü ausgewählt hast? Möchtest du ein zuletzt sein? Ja, okay. Also, da. So. So, wie viel Schaden kriegt ihr, wenn ich jetzt hier runterfalle? Wie ist das? Nee. Okay. Schatz, probieren geht immer studieren, das weißt du. Sie lebt noch. Das gilt übrigens auch für den Teller. Ne? Salami. Ne? Was? Ach so. Ja, du bist auch schwanger. Ruheplätze. Du kannst einen Ruheplatz gründen. Hier kannst du gesund und Key-Energie wiederherstellen und einfach etwas Zeit totschlagen. Nein. Kann die denn schwimmen? Ja, die kann sogar schwimmen. Ich glaube, bis hierhin habe ich damals, wo ich alleine gespielt habe, auch gespielt. Also ich habe den ersten Stamm besiegt und dann glaube ich nicht mehr. Ne, ich habe den ersten Boss noch besiegt. Siehst du das Bruchboot da drüben? Es scheint noch seetüchtig zu sein. Ach, es ist ein Fernkampfangriff. Deine Energie ist alle. Was ist hier gerade los, Alter? Hm.
mitten ins Gesicht. Könntest du was Schickes anfertigen? Oh, da drüben ist etwas Plastikkram. So schnell wie alles den Bach runtergeht. Können nicht mehr viele Tage übrig sein. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, hat gehört, dass du nur auf deinen persönlichen Kodex hörst und ist besorgt, dass du keine Achtung mehr für das Leben aufbringst. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ist traurig, dass du auf dem Weg Richtung Verderben bleibst und so entschlossen bist, niemandem außer dir selbst zu helfen. Jawohl! Nimm das Licht! Genau, dunkel! Du solltest lieber auf deinen Kopf statt auf dein Bauchgefühl hören. Siehst du, die Dunkelheit lässt dich stets mit allem davonkommen. Denk daran. Ist ja nicht tot. Stets Licht. Ich hab nur eine geknallt. Dunkel. Wenn man ohnehin weiß, dass man recht hat. Wow, ein Blumenhemd. Oh, wait. Ah. Oh, ich kann gar nicht zu... Das wird doof. Hä? Wer würde das hier nicht lieben? Ah, okay. Jetzt kann ich mich den Endboss stellen. Oha. Ich würde doch direkt machen. Ja, Chris ist mutig. Natürlich. Hallo Blum50, hi hi, danke für den Follow. Danke für your Follow. Thank you for your Follow.
Welcome! Welcome, welcome! Ja, also den Boss habe ich gemacht gehabt und dann habe ich nie mehr weitergemacht. Ja. Ach ja, wie weit ich gekommen. Ich glaube, ich habe den einen noch gemacht. Wie heißt der? Der Demo da genommen wurde. Wenn der erst doof angegriffen hat, der rote Drohne oder. Den habe ich noch erledigt. Den habe ich sogar getötet. So. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Weiß ich nicht, das Energiemittel da? Was? Den Bumball. Ach, das war ja das. Unter dem Schnauber. Ach, das war das. So. Da bin ich. Habt ihr mich vermisst? Hä? Was? Du warst sogar weg? Ich war ein bisschen weg, ja. So, hab ich gerade gesagt. Ich hab mir aufgepasst. Mann, da hört man plötzlich mir einfach nicht zu. Oh ja, den nehme ich auch noch. Ah, okay, ich kann ihn nicht werfen. Hm. Ich habe damit halt so Probleme gehabt. Aber ja, ich finde das Viech auch echt fies.
von diesen fucking Minen nicht immer wieder reinlaufe. Nee, das nicht, aber jetzt, das Problem ist, ich verliere die. Hm. Weil er halt angreift die ganze Zeit. Ja, ich finde generell halt dieses nervig. Als ersten Boss ja. Oh mein Gott. Aua. Eier! Ja, Alter, genau. Ein übergroßer, der mit Quakern spielt. Oh.
sehe nichts. Irgendwo im Nirgendwo. Hm? Na, nichts. Jetzt buddelt er sich wieder. Nein. Hörst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh mein Gott. Hallo Chris Lime! Toll, Schatz, jetzt bist du nie da. Bauernraid. Crystalline! Bauernraid. Und hallo, Stella! Hallöchen, Puppchen. So. Achso, Farming Simulator. Das passt doch zu dir. Du Bauer. Du Bauer. Oh mein Gott. Also mein Tag war ganz okay. Boah, ja. Also mein Name war auch, am Anfang geil. Und dann Fuck! Kam Twitch und hat alles kaputt gemacht. Aua. Aua. Aua, oh. Hallo! Darf ich auch mal was tun, oder? Nope. Hä? Der trifft mich, egal was ich tue, Mann! Ja, total geil.
Ja. Ja. Klappt wie eine Flunde. Ja, mhm. Ja, wenn ausweichen. Alter. Geht doch. Also in der heutigen Season habe ich 200k gemacht, einen neuen Traktor gekauft und einen großen Hühnerstall gebaut. Perfekt. Arg erfolgreich. Bedank dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Willkommen. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Auch wenn Steinalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. So. Ja, also den ersten Teil, da habe ich bis der Stufe 11 gespielt. 2021, ja. So, danke für deine Dreier-Stream-Serie. Aber Leute, Scheiße, stimmt ja. Meine Serie. Du warst heute drin. Heute war ich drin, aber ich muss meine Serie nicht brechen. Ich darf meine Serie nicht brechen. Ja. Aber Leute, ich werde aber jetzt schon aufhören, weil krank. Und ich nicht voll husten möchte. Vernünftig. Also Props an Tigress. Dass ich auf Gesundheit achtet. Hallo Flauschi Fox! Ey, weil. Ich muss morgen sowieso den ganzen Tag arbeiten, dann will ich wegen noch ein bisschen
Erholen. Ein bisschen erholen. Und ich habe Kopfschmerzen gekriegt jetzt. Oh no. Oh nein, Flausch, traurig. Tut mir leid. Ja, eine gute Besserung, dankeschön. Ich werde auch nicht raiden. Der nächste Stream wird erst nächste Woche sein, weil Baldur's Gate nicht stattfinden, weil Sina ein Grusel-Sabaton geplant hat. Aber ich werde, also der geht bis Dienstag, Mittwoch. Und ich werde Dienstag und Mittwoch mitmachen da. Ich werde das wahrscheinlich auch streamen. Deswegen, aber Streamplan mache ich in Ruhe am Sonntag. Nur damit alle, die hier sind, wissen, also es wird am Sonntag kein Baldur's Gate geben. Also es gibt auch dann allgemein einfach kein Stream. Dann will ich mich lieber am Abend auskurieren, weil ich dementsprechend wieder am Montag arbeiten muss. Deswegen, dann würde ich mich einfach komplett auskurieren. Das mache ich sowieso. Ja, Streamplan wird ganz normal am Sonntag stattfinden, also werde ich wahrscheinlich dann gegen Mittag oder so hochladen. Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft alle gut, träumt süß. Und danke Crystalheim für den Raid. Dankeschön auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder in einem anderen Stream. Bye bye! Ich bin die Neko-Tiefer, so ja bereit, um euch zu zeigen, was ich drauf hab. Ich hab den Stil, sie nennen mich die Kappe-Senpai, yeah. Und die Hater können gehen mit mir im Muskel, ja. Oh yeah. Ich bin die Neko-Tiefer, oh ja. Wer geht zum Spielen am Bestes, ich werde niemals aufgeben. Oh ja, oh ja, oh ja, Neko-Tiefer. Komm und tanze mit mir, wir rocken die Welt.